deswegen bitte ich Sie um einen großen Applaus für Caroline Giese und Josef Hicking! Valentinus, die uns so hervorragend hier reingespielt hat. Vielen Dank für diesen riesen Applaus, den wir jetzt schon bekommen, obwohl wir noch gar nichts gemacht haben. Also. Aber das tut gut, das spornt uns an, heute Abend für euch hier natürlich alles zu geben. Wir können euch auf jeden Fall versprechen, dass die ganzen Darsteller und Schauspieler und Sängerinnen und Sänger hochgradig motiviert hinter den schwarzen Vorhängen stehen. Aber wir beide möchten natürlich auch nicht versäumen, auch an dieser Stelle euch alle herzlich willkommen zu heißen. Dreifach Jubiläum, 1000 Jahre Lembeck, 800 Jahre St. Laurentius und 325 Jahre Schloss Lembeck. Das ist für uns beide auf jeden Fall eine große Ehre, für die Lembecker hier heute Abend moderieren zu dürfen. Genau deshalb sind wir auch überhaupt nicht nervös heute Abend. Caro und ich haben gerade schon gesagt, wenn es nicht so gut klappt, fahren wir nach Hause, sonst kennt ihr hier keiner. Ja, aber wir möchten natürlich auch nicht versäumen, unsere drei Schirmherren zu begrüßen. Ja, recht herzlich begrüßen möchten wir als erstes unseren Bürgermeister Tobias Stockhoff. Gräfin Katharine und Graf von Meerfeld. Und unseren Pastor Pfarrer Alfred Kost. Herzlich willkommen. Ja, wenn man so in die Gesichter guckt, Caro, sieht man auf jeden Fall eigentlich nur zufriedene Gesichter. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass das Essen wohl lecker gewesen sein muss. Ja, an dieser Stelle nochmal großes Lob an die Küche. Gut, dass wir beide nicht mitgekocht haben. Ja, aber nicht nur das Essen ist super, wie wir hier gerade schon mal durchs Zelt gelaufen sind, Josef, ich muss wirklich sagen, von Schlager auf Gala, also wirklich die Dekoration ist super geworden und man fühlt sich doch hier im Festzelt ziemlich wohl. Hier auch nochmal ein großes Dankeschön an Hedwig Kerkmann und Daniela Baumhör und an das ganze Team, die dabei mitgearbeitet haben. Ja, das habe ich jetzt gar nicht gefunden. Ganz vorne, wunderbar. Ja, ja, Caro, was für ein tolles Jahr haben wir hinter uns. Da haben sich ja wirklich die Lembecker alle ins Zeug gelegt und haben wirklich alles gegeben. Ja, angefangen hat das Jubiläumsjahr, 1000 Jahre Lembeck, ja, mit der großen Silvesterparty an unserem Schloss Lembeck. Weiter ging es dann mit dem Karneval in der Turnhalle. Konzerte, aber auch Kabarett haben in der Kirche stattgefunden oder auch interessante Vorträge am Schloss. Ja, und im Sommer ein Riesen-Highlight, die Frühstücksmeile im Dorf, unvergessen. Viele, viele Lembecker und auch Freunde aus der Nachbarschaft, Nachbarschaftsdörfern, haben sich auf den Weg gemacht und wir hatten ja wirklich bombiges Wetter und das Equipment war perfekt. Alle haben ihren Sonnenschirm mitgehabt. Man konnte auch genau sehen, an welchen Tischen mehr die Frauen zuständig waren. Da war die Dekoration dann ein bisschen mehr im Vordergrund. Bei den Kegelclubs, wo nur die Männer kamen, war dann so mehr so die Biergarnitur auf dem Tisch. Aber ich denke auch mal, in dem Tag sind alle satt geworden, auch in flüssiger Form. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber Lembeck hat sich auch noch mehr einfallen lassen.
Wir haben super viele Jubiläumsartikel. Ich möchte einfach nur mal ein paar davon nennen. Es gibt den Jubiläumskalender, den Jubiläumsschnaps, dann haben wir den Jubiläumssekt. Es gab eine Jubiläumsuhr in verschiedenen Farben, aber es gibt auch eine Jubiläumsbriefmarke. Wahnsinn. Also ich habe gedacht, auf Briefmarken kommt nur die Queen oder irgendwelche hochrangigen Politiker, aber wir Lembecker haben es geschafft, ohne eine Queen, wir haben ja Grafenwelpe quasi, aber wir haben es geschafft, dass Lembeck quasi ihre eigene Briefmarke hat. Top. Super. Aber ein weiteres Highlight, und ich denke mal, davon können die Lembeckerinnen und Lembecker am längsten zehren, ist ja wirklich unser Jubiläumsbuch. Also da kann man ja wirklich nur sagen, an den Beteiligten, die da mitgemacht haben, da können die wirklich stolz drauf sein. So, wo wir gerade beim Thema Buch sind, also Caroline und ich haben jetzt im Prinzip zwei Varianten, die wir euch, also ich würde euch wieder machen könnten. Die eine Variante ist, oder wir fangen mal anders an. Wir lassen jetzt erstmal, alle stehen mal einmal auf. Oh. Ja, ist heute mit mitmachen. Ne? Nach dem Essen ist das auch immer ganz gut. Klappt aber gut. Ist, ja, für die Verdauung. Ja. Ja, und jetzt setzen sich mal alle wieder hin, die dieses Buch in ihrer Familie oder in ihrem Haushalt zu Hause haben. Also an dieser Stelle kann man schon mal sagen, dass dieses Buch zwar nicht mehr gedruckt wird, aber man kann es über das Internet käuflich erwerben. Und ich sehe, das ist gut verteilt, wenn da Rückfragen zwischendurch sein sollten, einfach mal die Nachbarn fragen. Weil die eine Variante, ihr könnt euch jetzt auch wieder hinsetzen, Dankeschön. Weil die eine Variante wäre gewesen, dass Caroline und ich abwechselnd dieses Buch vorlesen. Caroline zum Beispiel jetzt die geraden Seite und nicht die ungeraden, oder wenn da mal Bilder sind, tauschen wir. Aber da ihr das Buch ja alle kennt, haben wir uns heute Abend gedacht, dass wir uns wichtige Themen, die wir meinen, die hier zu diesem tollen Abend passen, dass wir die heute Abend einfach dann ansprechen. Aber jetzt kommen wir direkt erstmal zum ersten Punkt. Ja, genau. Begrüßen dürfen wir heute Abend schon unseren ersten Gast. Unser erster Gast ist Sophie Schwerthöfer. Sie ist eine Opernsängerin aus Dorsten und ist erst 17 Jahre alt. Sie singt seit ihrem 6. Lebensjahr und ihr erster TV-Auftritt war mit 12 Jahren in der ZDF-Show von Carmen Nebel. Mit 13 Jahren hat sie bei der Show das Supertalent 2013 teilgenommen und dort wurde für sie auch direkt der goldene Buzzer fürs Finale gedrückt. Ja, viele Auftritte, unter anderem sogar vor unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wahnsinn, jetzt ist sie ganz eng angekommen beim Gala. Ja. Ja, begleitet. Begleitet wird die Sophie, aber auch die Sängerin, die danach kommt, wird begleitet von einem absoluten Vollprofi, Bernhard Stedde, gebürtig aus Wuppertal, wohnt im schönen Nachbarort Rade, hat an der Musikhochschule in Köln Musik studiert und ist seit 1982 am Musiktheater im Revier tätig als Kapellmeister und war darüber hinaus auch als Dirigent tätig bei vielen Produktionen des Ballett Schindlowski. Ja, für uns singen wird sie heute Abend aus der Arie der Despina Una Donna a Quindici Anni aus der Opi. Oh, Entschuldigung. Ja, ich hab's auch gewartet. Das sind auch wieder die Moderation. Aus der Oper Così fan tutte von Wolfgang Amadeus Mozart. Viel Spaß! Thank you.
zählt, 6 Monate Bauzeit. Also wer Hans Bade 6 Monate am Stück nicht gesehen hat, liegt das daran, weil er in seinem Keller oder in seiner Werkstatt an diesem tollen Projekt gearbeitet hat. Über 600 Arbeitsstunden sind hier reingeflossen, 18 Quadratmeter Sperrholzplatten mussten dran glauben, sag ich jetzt mal. Die Kirche hat ein Maß von 2,5 Meter mal 2,15 Meter und der Kirchturm eine Höhe von 1,90 Meter. Man sieht an der Kirche, dass hier wirklich hohe Präzision an den Tag gelegt wurde. Unsere Kirche hat 59 Fenster und jedes Fenster hat ein anderes Motiv und ihr könnt mir glauben, die sind wirklich original auf diesem Modell. Unterstützt wurde Hans Bade dabei von Karl Honsel und Hans Nienhaus. Und ich bitte die drei mal einfach kurz aufzustehen. Ja, was habe ich jetzt noch nicht gesagt? Hans, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen zu diesem tollen Projekt? Bräuchte einmal den Ton. So, jetzt ist alles live. Wenn das live ist, das gehört dazu. Eigentlich funktioniert das direkt auf Anhieb, aber wir wollen einfach übermitteln, dass das ja auch live ist. Ja, Hans, also wie seid ihr auf dieses tolle Projekt überhaupt gekommen? Näher an uns. Frau Stockhoff hat mich vor gut einem Jahr angesprochen und mich gefragt, ob ich die Kirche nicht im Modell nachbauen könnte. Und es wäre auch der große Wunsch von unserem Herrn Pastor, dass die Kirche im Umzug mitgeführt wird. Ja, schönen guten Abend, Lembeck. Freue mich, dass ich hier sein darf bei so etwas Hochoffizielles. Finde ich richtig gut. Ich weiß, dass ich als Kind schon mal im Wasserschloss war und war total begeistert, sonst bleibt so was ja nicht hängen. Ne? Aber hier ist es auch schön. Ne? Ich meine, ja. Vor allem, wenn ich jetzt so sehe, wie wir hier so sitzen und drumherum, ich schätze, wenn wir gleich rauskommen, ist das wie ein Wasserschloss. Ja. Das läuft schön runter und dann haben, aber wir gucken dann nachher, wir sind ja jetzt noch ein paar Stunden hier. Nee, ich freue mich, dass ich hier bin und ich hatte auch richtig Bock, ich hatte richtig gute Laune. Ich sag, boah, ich fährst nach Lembeck und sie sind da alle super drauf und ich kam auch rein und jemand sagte direkt zu mir, ach, guck mal, kenne ich. Du bist aber dick geworden. Nee, super, da ist der Tag gelaufen für eine Frau. Weißt du, und dann so ein Buffet. Ja, und dann so ein Satz vorher, weißt du, das ist schon, zum Glück interessiert mich das nicht, also das jetzt, nein, wirklich, das ist so, es gibt Leute, die sprechen dich so darauf an, wirklich so dieses, bam, du kriegst einen mit und das ist immer so, die tun so, als hätte ich zu Hause keinen Spiegel. Natürlich habe ich einen Spiegel. Letzte Woche noch vorgestanden und gedacht, oh, müsste sie abnehmen, also den Spiegel. Ich meine, gut, da trägt jetzt auch ein bisschen auf. Aber ich hatte wirklich, letzten Sommer habe ich wirklich gedacht, Ingrid, komm, du musst was tun, 10 Kilo müssen runter. Läuft super, fehlen nur noch 13. Und das Schlimme ist ja, du wirst ja als Frau immer darauf reduziert. Wenn du so 3-4 Kilos zu viel hast, das ärgert mich.
Weißt du, da gibt so Leute, die stehen vor dir und sagen, Ingrid, die Dicken sterben früher. So, dafür essen wir länger. Ich hatte auch mal 3.900 Gramm. Aber das ist nicht schlimm. Ich zum Beispiel, ich habe schon so ein Problem, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ich vor so einem Aufzug stehe. Weißt du, du stehst als Frau vor diesem Aufzug ein bisschen schwerer und dann stehen Leute neben dir und starren dich an. Sag ich immer, ich fahre nur mit dem Aufzug, dass ich euch die Treppe nicht kaputt mache. Nee, es gibt ja auch welche, die stehen neben dir und fragen. Fahren Sie auch nach oben? Nee, ich sag, ich fahre heute nach links. Nee, das ärgert mich, weißt du, du bist immer, und ich bin sowieso schon so nervös, wenn ich warte auf diesen Aufzug und ich weiß, wenn der Aufzug gleich hier aufgeht, dann musst du da rein und ich suche immer dieses Schild. Du hast in jedem Aufzug dieses schreckliche Schild, dieses 375 Kilo, 8 Personen. Da fühle ich mich unter Druck. Gehe ich immer bis hinten an der Wand, stelle mich an der Wand, halte Luft an, gucke runter und denke, wo sollen denn hier noch 7 Leute? Nein, und wie gesagt, 375 Kilo bei 8 Personen. Dann darf ja jeder von diesen 8 Personen, wenn man jetzt von den 8 ausgeht, dann darf. Nee, warte mal, fällt mir gerade ein. Da stand 400 Kilo. Doch, ich schwöre, das ist wirklich 400 Kilo. Wie gesagt, dann darf jeder 50 Kilo wiegen, das hatte ich bei der Heimschule. Nein, und wir hatten das letztens, das war so witzig, meine Freundin und ich, wir standen da drin, hier, boah, die macht am Rhein, ne? Weißt du, war wirklich, ne? Beide so ein Kaliber. Und wir stehen da drin und wollten da oben irgendwie. Und in der zweiten Etage geht diese Tür auf und da stand dann eine, ja, ich sag immer so eine Bohrschlampe. Also so, boah, ist die Schlampe. Also, boah, also die war schon. Boah, also die war schon, ja, wie soll ich das erklären? Pass auf, ihr kennt alle diese Längsfullidecken. Ja, das war so eine, da ist es besser, wenn sie nur quer drüber geht. Ja, so, so, boah, boah, du war ehrlich. Wenn du noch einen Rücken hast, kommst du durch das Leben. Ein Pfund Äpfel kostet 1 Mark. So, das heißt heute nicht mehr Pfund, das heißt heute Kilo. Das heißt doch nicht mehr Mark, das heißt heute Euro. Wisst ihr, wie froh ich bin, dass das nur Äpfel heißt? Und genau bis vor 6 Wochen bin ich mit der Aufgabe wirklich durch das Leben gekommen. Und dann hatte ich so eine Fertigbackmischung von Dr. Oetker, Würz angerührt, in die Form rein. Und da stand da auf die Packung, stand, schieben Sie den Teig auf die mittlere Schiene. Habe ich gezählt, 4 Einschübe. Da stand ich da, ich habe ihn so reingeschoben. Klasse, da stand eine Bergmannskapelle spielt ein Lied in 3 Minuten 56 mit 58 Musikern. Eine Woche später kommen die wieder, da waren 4 Musiker krank und was weiß ich, 5 hatte ein Instrument verloren oder so. Wie lange dauert jetzt das Lied? Wir lachen darüber, die Kinder von heute rechnen. Ich habe zu meinem Sohn gesagt, ich sag, Sven, die Aufgabe haben bei dir in der Klasse, mindestens 60% verkehrt sind, du bist so bescheuert, so viel sind wir überhaupt nicht. Die Zahlen hat er nicht. Der war 13, da hatte der seine erste Freundin. Ich sag, Sven, du bist 13. Da weiß ich, Mama, sei still, ich bin Spätentwickler. Ich sag, ich war 16, habe ich noch mit Puppen gespielt. Da mache ich auch, nur meine Leben.
das Schlimme ist, weißt du, der kommt der letzten Dienstag aus der Schule, guckt mich an und sagt, Mama, ich möchte ein Piercing. Ich sag, was wolltest du? Sagt er, ich wollte ein Piercing. Ich sag, ein Piercing? Ich sag, halt doch erstmal die anderen Löcher sauber. Gar nicht, weißt du? Nein, und das ist ja so, der sieht das ja, mein Mann, der ist ja der gleiche Schlag, also, und der Junge meint ja, das ist normal. Weißt du, mein Mann, ich meine, wir sind jetzt schon lange zusammen, also wir sind jetzt schon über 25 Jahre zusammen und auch schon ganz lange glücklich verheiratet, also er ist glücklich, ich bin verheiratet. Und nein, und das ist wirklich, also ich meine, wir haben auch unsere schöne Zeit und so, aber der regt sich zum Beispiel auf über die Küche. Das ist so jemand, Küche ist für den, nee. Der stellt zum Beispiel seinen leer gegessenen Teller auf die Spülmaschine. Ach guck mal, Treffer da, na, Treffer an die Spiel. Hammer. Ist es so? Hör mal, ich steh, ja, Hammer. Oben drauf, ich sag, Ralf, das bringt nichts, da kommt gar kein was zu erheben. Steht er da in der Tür und sagt, ja, Frauen hinterm Herd. Ich sag, da kannst du mal sehen, wie blöd du bist, die Knöpfe sind vorne. Das ist so einer, der regt sich auf, weil ich hab in der Küche eine Rummelschublade. Frauen haben Rummelschubladen, oder? Ne? Ja. Das ist jetzt die Stelle, wo ihr nicken. Ja, das sagt ihr immer, ja, die klemmt. Ich sag, was klemmt? Die Schublade. Ich sag, die klemmt nicht. Ja, sicher, die geht gar nicht auf. Ich sag, du musst nicht richtig, du druckst nicht richtig. Ich sag, du musst die erst mal zweimal hinten raus, raus gegenhauen, dass sich das Plan legt. Da kannst du dann mit den kleinen Finger aufmachen. Ja, und da ist in so einer Rummelschublade, sage ich immer, da ist alles drin. Also wenn ich von draußen reinkomme, Schlüssel und Portemonnaie kommt da rein und dann hast du so alles, was du so brauchst. Also du hast auch immer ruckzuck die Küche aufgeräumt, du machst die Schublade auf, da kannst du einmal so über die Arbeitsfläche alles, da ist alles drin. Wenn es bei uns brennt, würde ich rufen, Ralf, hol eine Schublade. Das ist... drin. Wichtig ist für euch Männer, die müssen nicht schreiben. Wir wissen ja, welche gehen. Ja. Aber das Problem sind gar nicht wir. Bei uns ist das so, der kriegt sich in den Pulli raus, nimmt die Zeitung, macht so und sagt, schreibt nicht. Sag ich, was ist das für einer? Sagt er, der? Ich sag, nee, der schreibt man nicht. Ich sag, muss den gelben nehmen. Und wisst ihr, was mein Mann mit dem kaputten Kulli macht? Den tut er mit in die Schublade. Ja, da kann ich da auch nicht höher. Mit 10 Jahren erlernte sie an der Dorstener Musikschule Flöte und Klavier, sang im Kinder- und Jugendchor in Lemberg, beim Weihnachtskonzert des Lemberger Kirchenchores in der Ursula-Realschule stand sie mit Vico Turiani bereits schon auf der Bühne. Mit 18 belegte sie beim Wettbewerb Jugend musiziert den ersten Platz und hat in Hamburg Gesang, Schauspiel und Tanz an der State School of Music, Dance and Drama studiert und ist sehr erfolgreich bei diversen Konzerten und Musical-Shows. Sie singt für uns heute Abend das Lied I Dreamed a Dream aus dem Musical Les Miserables. Viel Spaß! Thank you.
Ja, danke schön, Ines. Ich bin davon überzeugt, dass es immer besser geht.
Thank you.
Oh,
Genau, und das gerne möglichst wild. Also das machen wir einmal zusammen. Und... auf dem Aha. Das machen wir direkt, oder? Absolut. Alles klar. Alle Hände wieder in die Ausgangsposition. Wunderbar. Und... Honey, honey.